Hallo zusammen, ich habe einen Kühlschrank, der nicht kühlt. Hier in einem Wohnmobil von Weinsberg und wir schauen uns jetzt das mal im Detail an. Also hier ist dieses Wohnmobil. Der Kunde sagt, hat kein Kältemittel. Ausnahmsweise gebe ich ihm recht. Wir haben hier den Füllstand angehängt. Und wenn wir dann hier hinten ein bisschen Druck drauf geben, hören wir, wie es hier hinten zischt. Also wir haben hier einen Kühlschrank, ein Vitrifrigo, ein 95er, das heißt 95 Liter, aber das Kühlaggregat extern. Und hier unten sitzt das Kühlaggregat. Hier habe ich einen Schlauch angehängt zur Druckmessung. Und wenn ich hier Druck drauf gebe, man sieht es dann schlecht, ist diese Leitung hier gerissen. Man sieht das. Warum ist diese Leitung gerissen? Das Aggregat, mal schauen, ob ich das so deponieren kann, ist nicht angeschraubt. Das ist lose. Der Kunde hat gesagt, das war so, das hat er nicht gelöst. Und dann kommt es auch dazu, wenn ich das Aggregat so montiere, wie die Leitung gerade ist, dann kriegt das Aggregat hier kaum Luft. Und das läuft dann, hier ist eine Abdeckung drin, zirkuliert das hier. Wenn ich das Aggregat nach hinten schiebe, dass es hier unten Luft ansaugen könnte, steht das Aggregat hinten auf dieser Abdeckung. Das heißt, das Aggregat ist eigentlich ganz schlecht belüftet. Theoretisch müsste man hier jetzt noch Löcher reinmachen. Und hier eine saubere Trennung, dass die Luft hier hochkommt, durch den Lüfter durch muss, also Wärmetauscher, Lüfter, und dann hier durch dieses Loch oder hier ein neues Loch wieder runter. Was passiert jetzt mit diesem Kühlschrank? Da hier die Leitung gebrochen ist, werden wir das Stück hier auslöten und dann so ein Stück hier einsetzen, ein bisschen verlängern, dass es wir wieder einlöten können. Und dann natürlich das Aggregat irgendwo anschrauben. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag aus diesem schönen Wohnmobil.